This is Masterfly. Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs. Only 7 euros. I mean, it's 8 songs. Only 7 euros. That means you give one free. I mean, we all like free, right? Cause we like freedom. Flying with the birds. Flying high, but I can't even break myself down to the whole sky. Back again, feeling like I'm really dry. Oh shit, maybe I should get something in my lips. No chapstick, so I guess I'm stuck. Oh shit, I did bring some, man. Wir feiern zum 11. Mal den Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Mischung aus einer Polit-Performance, aber mit einem durchaus ernsthaften Hintergrund. Und zwar wollen wir auf eine lustige Art und Weise die Arbeitsethik in der BRD ein bisschen in Frage stellen. Also das heißt, Vollbeschäftigung gab es jetzt schon seit längerem nicht mehr, aber es wird trotzdem ja irgendwie gefordert, weil jeder, der arbeitslos ist, ist ja irgendwie schlecht. Und das kann, glaube ich, nicht die Lösung des Problems sein. Also Stichwort Arbeitszeitverkürzung, alles, was da mit reinspielt. Es ist aber jetzt keine dogmatische Veranstaltung, wo wir sagen, das muss so und so sein, sondern es geht eben einfach darum, ein bisschen zum Nachdenken anzuregen und vielleicht ein bisschen was anzustoßen. Und deswegen haben wir eher eine lustige Form gewählt. Also ich bin zum Beispiel selber Wirt und habe das hinten drauf. Und also das bin ich natürlich so gut wie nie. Insofern, also es ist auch immer ein bisschen Ironie dabei. Kein Zwang zur Lohnarbeit. Was aber jetzt nicht bedeutet, dass wir gegen Lohnarbeit im Generellen sind. Also ich arbeite ja und ich mache meinen Job sehr gerne. Aber es sollte halt niemand dazu gezwungen werden, jetzt Lohnarbeit auszuführen, vor allem unter Niveau und vor allem nicht gegen eine Bezahlung, die unter aller Sau ist. Also wir wenden uns nicht grundsätzlich gegen die Arbeitsethik, sondern wir wenden uns gegen die Arbeitsbedingungen. Das ist eigentlich, glaube ich, für mich zumindest der zentrale Punkt. Und zweiter Landesvorsitzender dieses verkommenen Landesverbandes. Was hast du hier zu suchen? Das frage ich mich allerdings auch. Vor allem erstmal ein Getränk. Gibt es heute Freibier? Das würde zum Motto des Tages, wir haben Zeit, passen. Zeit und Bier sind untrennbar miteinander verbunden. Irgendeiner zahlt am Ende immer. Die Rechnung. Für alle. Für alle. Also ich sag mal, wenn jeder ein bisschen mehr die Chance hat, vielleicht auch sein eigenes Leben zu leben und nicht nur das Leben seiner Firma, also da würden, glaube ich, alle gewinnen. Nee, das ist ja Arbeit? Genau die Frage, wie definiert man Arbeit, ne? Also es ist ja, wenn man sich jetzt anguckt, Literaten, diese ganze Alternativkultur in Berlin, ich meine, die arbeiten ja alle. Es ist nur, dass sie nicht davon leben können. Genau. Und jetzt ist aber nicht die Frage, ob das nicht für Berlin durchaus wichtig ist, dass es sowas gibt. Und insofern sollte man vielleicht auch andere Möglichkeiten finden, sowas zu finanzieren. Ich persönlich bin kein wirklicher Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich glaube, es hat mehr Nachteile als Vorteile. Aber da stehe ich möglicherweise alleine da, also als Demonstrant. Also ich sehe es ein bisschen differenzierter. Finde ich prinzipiell eine sehr nachdenkenswerte Sache, zumal dann auch der Arbeitsmarkt mal von der anderen Seite unter Druck kommt. Weil dann müssten die Leute schon erklären, wieso jemand für 3,50 oder gut, jetzt haben wir ja angeblich überall den Mindestlohn. Aber dass das so nicht umgesetzt wird, wissen wir, denke ich, auch. Und es gibt einfach dann von der anderen Seite ein bisschen Druck, dass man mal sagt, ja, wenn du willst, dass ich für dich arbeite, dann mach mir mal ein vernünftiges Angebot. Jetzt ist es ja so, dass der Arbeit sucht, eher ein Bittsteller ist. Wie es jetzt ökonomisch funktioniert, also da sind bei mir nur rudimentäre Kenntnisse vorhanden, aber also man sollte es zumindest mal mehr denken und mehr diskutieren. Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen 2. Mai, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Insgesamt, ich habe mitgezählt, 11. großen Kundgebungsumzug anlässlich des Internationalen Kampf- und Feiertags der Arbeitslosen jedes Jahr am 2. Mai. Ich werde gleich die Strecke verkünden, die wir laufen werden. Ist das eigentlich laut genug? Könnt ihr das hören? Ja, auch die da hinten an der Landsberger.
Gut. Es gibt übrigens noch Schilder. Es gibt noch Transparente, es gibt noch Schilder, es gibt noch Papierschilder, die ihr euch mit Klebeband auf der Kleidung befestigen könnt oder auf der nackten Haut, wenn euch warm ist. Es gibt Schilder an Stielen, die noch getragen werden möchten, denn es ist eine Demonstration auch für Schilder, auch für Transparente und natürlich für Roboter. Wir wollen, dass Roboter für uns so viel Arbeit wie möglich erledigen, um die Arbeitslosenzahlen in bisher ungekannte Höhen steigen zu lassen. Denn wir finden, Arbeitslosigkeit ist etwas, auf das eine Gesellschaft stolz sein kann, wenn sie in der Lage ist, mit der Arbeit nur weniger Menschen genug Produkte, genug Konsumgüter, genug medizinische Versorgung, genug Mobilität und genug Kommunikation für alle zu erzeugen. Deswegen sollten unserer Meinung nach die Menschen arbeiten gehen, die arbeiten wollen. Und es ist eine Schande, wenn sie das nicht dürfen. Und die Menschen, die nicht arbeiten gehen wollen, die sollen selbstverständlich irgendetwas anderes machen und ihren Lebensunterhalt bestreiten, ohne zur Lohnarbeit gezwungen zu werden. Ihr kennt das alles auswendig, denn wir machen es ja schon zum 11. Mal hintereinander. Heute bei tollem Wetter, heute, soweit wie ich informiert bin, parallel zu Kundgebungen in Österreich, zumindest wurde mir gesagt, gestern sei im österreichischen Rundfunk viel mobilisiert worden und höchstwahrscheinlich auch parallel zu einer Kundgebung in Leipzig, die von unseren Kollegen Arne gerade diese Zeit wahrscheinlich auch eröffnet wird. Gut, dann können wir ja mal, weiß ich nicht, marschieren wir jetzt los? Ja, da marschieren wir jetzt los. Die nächste schlechte Nachricht ist, die gute Nachricht ist, es gibt ein Fronttransparent. Ich persönlich habe 2 Fronttransparente im Keller und beide nicht gefunden. Das war mir einfach zu viel Arbeit, die zu suchen. Aber es gibt hier ein Fronttransparent für Menschen, die das Gesicht unserer Demonstration sein möchten. Für die, die in vorderster Reihe unseren Umzug an diesem Frühlingstag schmücken wollen. Die haben die Gelegenheit, hier eine Lasche zu ergreifen, einen Henkel anzufassen und diese Fronttransparent vorne vor der Demonstration herzutragen. Dann brauchen wir noch Leute, wo alles wie die aussehen, die das Auto schieben. Das ist jetzt für viele Leute wahrscheinlich eine Zumutung zu sagen, warum sollen wir am Tag gegen den Zwang zur Lohnarbeit ein Auto schieben. Aber seid beruhigt, dafür jetzt keinen Lohn. So. Na und dann können wir anfangen? Erstmal müssen die Arbeiten verteilt sein, vorher kannst du den losgehen. Gut. Also hier sind immer noch Schilder und Transparente, die auf Trägerinnen und Träger warten. Auch Schilderinnen und Transparentinnen. Was steht denn da drauf? 2. Mai, Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen ja. Gegen den Zwang zur Lohnarbeit. Würde ich mitfahren. Sehr gut. Dann Kabel. In die Welt, in ein anderes Land. Ich würde dann nochmal die Demo-Route verkünden, aber erstmal sollten wir vielleicht das Auto stoppen lassen, um das Transparent vorne. Und vorne übers Meer. Keine Arbeit. Kein ich würde noch die Route ansagen. Kein Gott. Musst du raus und du wirst sehen. Wir werden jetzt die Schönhauser Allee gehen, in die Schweter Straße rein, biegen dann nach rechts auf die Corinastraße ab, dann wieder nach links auf die Oderberger, dann nach rechts auf die Kastanienallee, gehen über den U-Bahnhof Eberswalder Straße, irgendwie klingt das seltsam. Und dann marschieren wir auf der Schönhauser Allee bis zum S-Bahnhof Schönhauser Allee, bis vor die schöner Schönhauser Allee-Arkaden. Dort wird es eine Zwischenkundgebung geben. Wir werden gegen den Zwang zur Lohnarbeit beten und ein morphisches Feld unter der Führung von Robert Weber erzeugen. Dann drehen wir um und marschieren auf der Schönhauser Allee zurück bis zur Höhe Wörther Straße, wo auf Höhe der Schank- und Kulturwirtschaft Beiz ein musikalischer Abschluss, eine musikalische Abschlusskundgebung unter Beteiligung einer Kapelle stattfinden wird. Gut, der bolschewistischen Kurkapelle Schwarz-Rot. Gut, bitte niemand fort Auto laufen, das ist relativ gefährlich, denn dieses Auto wird geschoben, das heißt, das kann nicht so schnell anhalten, weil die Leute ja hinter euch, hinter dem Auto, das ja nicht sehen, wenn vor dem Auto jemand ist. Ein Hoch nochmal auf die Leute am Fronttransparent und ich würde sagen, los geht's! Wir haben Zeit.
Wir haben Zeit. Komm, reiht euch alle ein. Kämpft alle mit uns gegen den Zwang zur Lohnarbeit. Pause für mehr Feierabend. Schweiß für Geld, kein Schweiß für Geld. Wir haben Zeit. Der 2. Mai, der internationale Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen, zum 11. Mal in Folge in einer Gesellschaft, in der so viel produziert wird, dass die Geschäfte voll sind. Dass es mühelos genug für alle gibt. Jeder kann wohnen, ohne dass Häuser gebaut werden müssen. Jeder kann Auto fahren, ohne dass wir mehr Benzin herstellen müssten. Jeder kann sich im Geschäft alles kaufen, was er will. Es gibt alles, die Regale sind voll, die Straßen sind voll. Wir ersticken in Konsumgütern, die niemand braucht, die niemand haben will. Alle diese müssen hergestellt werden, alle diese müssen durch Arbeit erzeugt werden. Und warum machen die Leute das? Weil sie die Arbeit brauchen, weil sie den Lohn brauchen. Das ist ein absurder Zustand. Des Weiteren ist es so, dass die Menschen an dieser Überfülle der materiellen Dinge und der Produkte sich nicht einfach so glücklich bedienen können, denn es fehlt sehr, 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 sehr vielen Menschen. Woran? Natürlich nur an dem Geld. Es fehlen keine Produkte, es fehlt das Geld, diese Produkte zu kaufen. Es gibt zwei große Skandale. Die Menschen, die arbeiten, kriegen für ihre Arbeit zu wenig Geld und die Menschen, die arbeitslos sind, kriegen für ihre Arbeitslosigkeit zu wenig Geld. Zu wenig Geld, Entschuldigung. Wir sehen sozusagen, dass sowohl die Arbeitslosen als auch die Arbeitenden, die beide zu wenig Geld kriegen, ein gemeinsames Problem haben. Deswegen ist es absurd, die Gesellschaft von der Politik spalten zu lassen in Arbeitende und Arbeitslose. Das ist eine Taktik, um die Menschen darüber hinwegzutäuschen, dass sie gemeinsame Interessen haben, um sie aufzuspalten. Und es ist auch eine perfide Taktik, die Arbeitslosen aufzuspalten in die Arbeitssuchenden, in die Arbeitsbereiten und in die Arbeitsscheuen, die gar nicht arbeiten wollen. Alle Menschen haben ähnliche Probleme, ähnliche Bedürfnisse mit nur vergleichsweise geringen Abweichungen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir uns deswegen spalten lassen wollen. Und auch deswegen gehen wir am 2. Mai auf die Straße, um gegen die Spaltung der Gesellschaft in Arbeitende und Arbeitslose und die Spaltung der Arbeitslosen in Arbeitssuchende und Arbeitsscheue zu demonstrieren. Meine Güte, protestieren wollte ich sagen. Entschuldigung. Kein Schweiß für Geld. 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 Gestern am 1. Mai haben viele Menschen den Kampf- und Feiertag der Arbeiter gefeiert. Wir sagen, naja, ist das nicht ein bisschen gestrig, ist das nicht ein bisschen überholt? Es gibt schließlich immer weniger Arbeiter und es gibt schließlich immer mehr Arbeitslose. Und das ist eine gute Sache, das ist eine gute Entwicklung. Roboter und Maschinen und Automaten nehmen uns immer mehr Arbeit ab. Und dieser Prozess muss weitergehen. Umso weniger Menschen arbeiten, umso besser ist die Gesellschaft eigentlich. Wir müssen bloß die Diskriminierung der Arbeitslosigkeit überwinden und die Arbeitslosigkeit als einen Umstand erkennen, den man feiern kann und der den Fortschritt der Gesellschaft anzeigt. Wir haben Zeit. 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 Einst war er ein großer Revolutionär. Wollte nicht mehr. Ein Prinz war schuld, dass er was Neues erfand. Das war die Idee, den das erste Mal mit euch zusammen
zu beten. Das ist jetzt auch kein Affront gegen die Erwerbstätigen in den schönen Schönhauser Alleakaden. Ein Ziel unserer Demo ist es ja, ach, Jungs. Den, also aufzuheben zwischen Erwerbslosen und Erwerbstätigen. Diese Kluft, die ja künstlich geschürt wird, einfach immer jedes Jahr ein Stück kleiner zu machen. Es geht uns nicht darum, dass Arbeit scheiße ist. Es geht darum, dass Arbeit, die schlecht bezahlt ist, scheiße ist. Und dass es schlechte Arbeit gibt, die überhaupt keinen Sinn macht. Wie beispielsweise irgendwelche komischen Produkte herzustellen, die spätestens, also manchmal schon auf dem Heimweg kaputt gehen, aber manchmal auch schon nach Ablauf der Garantiezeit kaputt gehen. Das ist völlig sinnlos. Lieber Wertarbeit leisten, gut bezahlte Arbeit leisten, und die Leute, die einen Scheißjob haben, die sollen dafür auch richtig Kohle kriegen. Also das ist meine Meinung, die deckt sich wahrscheinlich nicht mit allen der Demonstrationsteilnehmer, aber so ist es halt. Grundsätzlich wollte ich das Gebet auf Latein vortragen, und auch, ihr solltet es auf Latein nachbeten, vielleicht können wir das also zweimal machen, also ja, einmal auf Deutsch, einmal auf Latein. Und dass ich es vorbiete und ihr das nachbetet, es hat nichts damit zu tun, ich sehe gerade, ich habe die lateinische Fassung. Die lateinische Fassung, Moment, wo ist sie? Ja, ich kann es leider nicht lauter machen, vielleicht jemand an der Technik. Ich schreie so ungern, weil wer schreit, hat Unrecht. Was ist denn das hier? Irgendwelche Kassenzettel. Ah, okay. Also, jedenfalls hat das nichts damit zu tun, dass ich jetzt wesentlich fauler bin als ihr. Oder ich setze mich rein, genau. Im Sitzen ist es sowieso viel angenehmer. Ja. Das Gebet stammt von Referent Stein. Mach's halt ein bisschen leiser, die Leute wissen doch, worum es geht. Die kriegen das schon mit. Referent Stein hat uns leider verlassen. Er hat das Gebet ursprünglich verfasst, ist 2007 gestorben. Er hat auch die erste Demonstration hier mit initiiert, und er hat das Gebet gegen die Arbeit geschrieben oder verfasst. Seine Idee war, wenn wir alle inbrünstig beten, dann erzeugen wir ein morphisches Feld. Das morphische Feld steigt über unseren Köpfen empor, manifestiert sich in den Wolken, die Erde dreht sich unter uns weiter, und alle, die unter dieser Wolke sind, die werden von diesem morphischen Feld erfasst. Gut, ich bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt machen wir erstmal die deutsche Fassung, und wenn ich die lateinische noch finde, aber ich fürchte, ich habe sie nicht. Und natürlich war ich auch zu faul, das Gebet auswendig zu lernen. Das ist natürlich. Ist leider so. Ich sollte es eigentlich kennen, aber ich bin da so ein bisschen raus aus der Materie. Für die Sorgbeten haben wir das jede Woche gebetet. Ist immer noch so, Uwe? Betet ihr das immer noch jede Woche bei den Surfbooten? Jede Woche, ja. Aber ich bin ja schon seit, keine Ahnung, 6 Jahren nicht mehr bei. Okay, Gebet gegen die Arbeit von Michael Stein. Konzentriert euch, versucht es möglichst innig zu beten. Das morphische Feld, das erzeugt wird, wird den Rest des Planeten erreichen. Arbeit. Arbeit. Geißel der Menschheit. Verflucht seist du bis ans Ende aller Tage. Verflucht seist du bis ans Ende aller Tage. Du, die du uns Elend bringst und Not. Du, die du uns Elend bringst und Not. Uns zu Krüppeln machst und zu Idioten. Uns zu Krüppeln machst und zu Idioten. Uns schlechte Laune schaffst und unnütz Zwietracht säst. Und schlechte Laune schaffst und unnütz Zwietracht säst. Uns den Tag raubst und die Nacht. Uns den Tag raubst und die Nacht. Verflucht seist du. Verflucht seist du. Verflucht. Verflucht. Noch ein bisschen inbrünstiger. Verflucht! In Ewigkeit. In Ewigkeit. Und Göbung an der Schönhauser. Amen. Danke, ihr wart großartig.
Also ich mach mal keine Lust. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der größte Teil der Demonstration liegt hinter uns. Aber es muss nicht der schönste Teil gewesen sein. Wir können dafür sorgen, dass der Rückweg genauso fröhlich wird und am Schlusspunkt der Demonstration auf der Höhe Schönhauser Allee, Ecke Wörterstraße, wird noch die bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot für uns spielen. Wir marschieren jetzt zurück. Wir demonstrieren gegen den Zwang zur Lohnarbeit. Mehr Arbeit für Roboter, weniger Arbeit für Menschen und keine Diskriminierung Arbeitsloser. Auch keine Diskriminierung der BVG. Bitte die Straßenbahn mal durchlassen, die hinter uns kommt. Und noch Leute zum Schieben. Und wir brauchen noch Leute, die unser tolles rotes Auto schieben. Das Feuerrote schieben. Alle Leute, die in dem Auto drinnen sitzen, haben sich mit Helium aufgeblasen, um für euch das Schieben leichter zu machen. Ihr könnt es auch erkennen, wenn ihr reinguckt. So. Na Mensch, jetzt die Straßenbahn, naja. Ja, wir demonstrieren jetzt auf der Schönhauser Allee Richtung Süden gegen den Zwang zur Lohnarbeit, gegen die Diskriminierung Arbeitsloser. Wir fahren jetzt los, wir lassen die Straßenbahn links überholen. So einsteigen oder los? Laufen. Werte Demonstrierende, werte Passanten, hier spricht Jüki Royal als erster Sprecher des noch jungen Zentralrats der Asozialen in Deutschland. Nach einer historischen Lücke von 70 Jahren tritt eine Institution in Kraft, die sich gegen das Vergessen der von den Nazis als asozial Verfolgten einsetzt. Der ZAID erhebt den Anspruch, die nach 1945 selten entschädigten und in der Gedenkpolitik beider deutscher Staaten bislang ignorierte Opfergruppe zu vertreten. Der Zentralrat der Asozialen in Deutschland verlangt zum 70. Jahrestag der Befreiung eine sofortige moralische und finanzielle Entschädigung aller durch die Nazis Verfolgten. Der Zentralrat verlangt von den Bildungsministerien aller Länder eine ressentimentfreie Erwähnung der sogenannten asozialen Opfergruppe in Schulbüchern und im Geschichtsunterricht. Der Zentralrat der Asozialen in Deutschland ist ausdauernd darstellbar. Unsere Methode ist das Pre-Enactment. Wir stellen keine historischen Ereignisse nach, wir stellen sie her. Wir laden euch ein, Komplizinnen zu werden. Wir setzen auf Versammlung und Teilhabe. Der ZAID ist ein Ort des Zusammenhalts und der Freundschaft. 70 Jahre nach der Befreiung stellt sich uns die Frage, mit welchen Dynamiken struktureller Ausgrenzung und Kriminalisierung wir es heute noch zu tun haben. Als ZAID fokussieren wir in unserem politischen wie künstlerischen Kampf die Kontinuitäten und Brüche sozial marginalisierter und stigmatisierter. Vierter, vollen Herzens sind wir dieses Jahr zum ersten Mal beim Internationalen Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen vertreten. Wir unterstützen den Kampf gegen Zwang zur freiwilligen Arbeit und widersprechen den Techniken des Verrats und der Entsolidarisierung. Der Kampf gegen Armut meint oft eine Unsichtbarmachung von Armut. Zudem werden Bettelnde und Pfandflaschensammelnde seit einigen Jahren zunehmend kriminalisiert. Für bestimmte Großevents wird das Straßenbild unter allen Umständen gesäubert oder besser homogenisiert. Die Ungleichbehandlung von Menschen, die Hartz IV empfangen, ist offensichtlich. Das ALG II sichert gerade das Überleben und schreibt in seiner Verarmungspolitik eine gesellschaftliche Minderwertigkeit für Millionen von Erwerbslosen ein. ALG II ist zu wenig, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, was soziale und kulturelle Teilhabe garantieren kann und zum anderen auch die Möglichkeit gewährt, an der offiziellen Geschichtsschreibung strukturell beteiligt zu sein. Das muss sich ändern. Die Sanktionsandrohungen, die von Jobcentern gegenüber ALG-II-Empfängerinnen ausgesprochen sind und die in der Zukunft liegende Straftaten imaginieren, widersprechen rechtsstaatlichen Prinzipien und formen einen biologistischen Verbrechertypus, der ins Subproletariat oder ins Prekariat eingeschrieben wird.
Sachbearbeiterinnen erhalten Prämien für die schnelle Abfertigung von Kunden. Dass Erwerbslose als Kunden bezeichnet werden, bezieht sich auf das Dienstleistungssystem der Jobcenter. Der Kunde ist König, davon kann ja nicht die Rede sein. Es gibt ein Ungleichverhältnis und eine vorsorgliche Skepsis gegenüber denen, die Anträge an die Jobcenter richten müssen, weil ihre Einkommenslage nicht gesichert ist. Die Anträge sind schwer verständlich. Für jugendliche Obdachlose sowie nicht muttersprachlich Deutsch sprechende eine zu hohe bürokratische Hürde. Die Betreuung ist oft einschüchternd und disziplinierend. Was auffällt, ist, dass sich innerhalb dieser Struktur Disziplinierungsgedanken und die Idee des Besserns durch Arbeit, dass sich die gehalten haben. Die Vorstellung, als arm stigmatisierte und diskriminierte Menschen durch Strafandrohung und Geldknappheit zu bessern, ist skandalös. Die angedrohten Maßnahmen richten sich an Antragstellende, nicht aber an jene, die sich unsolidarisch gegenüber Erwerbslosen verhalten. Die Verantwortung für die ökonomische wie soziale Identität wird auf die Schwächeren übertragen. Der Hartz-IV-Satz sieht von vornherein eine strukturelle Benachteiligung derer vor, die gerade nicht in den toten Arbeitsverhältnissen stehen und hat zur Veränderung dieser Situation wenig langfristige Vorschläge zu unterbreiten. Verschiedene Politikerinnen haben seit den vergangenen 10 Jahren einen Arbeitssteuerunterschiedstypus kreiert, der die Ursprünge von Erwerbslosigkeit verschleiert und die Verantwortung denen überträgt, die gerade am wenigsten besitzen. Der ZAED solidarisiert sich mit denjenigen, die gegenwärtig Opfer aggressiver Polemik werden und denen Strafmaßnahmen angedroht werden, weil sie nicht in den toten Arbeitsverhältnissen stehen. Der ZAED steht für all jene ein, denen keine selbstverständliche Unterstützung der Gesellschaft zuteil wird. Menschen werden nach wie vor an ihrem Beitrag zum Bruttosozialprodukt gemessen. Es braucht eine Inventur der bestehenden Werte Arbeit und Leistung. Die Frage, ob diese Werte wirklich brauchbar sind für ein würdevolles und gemeinschaftliches Zusammenleben, werden wir ab jetzt unablässig stellen. Ist es wirklich notwendig, dass Arbeit und Leistung die Eintrittspforte zur gesellschaftlichen Teilhabe sind und dass sich Anerkennung nur durch Produktivität und Konsum erreichen lässt? Der ZAED fordert ein gemeinschaftliches Zusammenleben ohne Liebesentzug. Es ist Zeit. Die Zukunft gehört allen. Noch ganz kurz auf unsere Veranstaltung aufmerksam machen. Wir haben heute 18 Uhr zum letzten Mal im Studio Ja von Maxim Gorki Theater unsere Türen auf ab 18 Uhr. Es gibt Suppe, der Eintritt ist frei und wir sprechen heute darüber, wem die Stadt gehört und über Stadtmobiliar und Privatisierung des urbanen Raums. Ihr seid herzlich gesehen. Arbeit, Menschen zur Kultur. Jawohl! Wozu hat denn der Mensch die Maschinen erfunden? Damit sie uns die Arbeit abnehmen. Genau. Und jetzt wollen wir sie wieder zurückhaben? Ja. Seit Jahrtausenden schon quält sich der Mensch damit herum, sich das Leben einfacher zu machen, andere für sich arbeiten zu lassen. Und dazu setzen wir noch Menschen ein? Wozu? Skandal! Die Automatisierung ist schon so weit vorangeschritten, dass wir es nicht mehr nötig haben zu arbeiten. Der Mensch wird doch gar nicht mehr gebraucht, höchstens als Kontrollinstanz. So läuft das sowieso alles automatisch. Arbeit wird künstlich aufrechterhalten. Menschen in sinnlose Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gezwängt, mit deren Finanzierung sich doppelt so viele Menschen einen schönen Müßiggang leisten könnten. Golfspielende Großverdiener haben es erkannt und entlasten ihre Unternehmen von dem lästigen Problem Arbeitsplätze. Sie wissen, dass sie nicht mehr benötigt werden und stellen ihren ehemaligen Mitarbeitern endlich die ersehnte Freizeit zur Verfügung, ohne sie jedoch finanziell zu versorgen. Doch wenn die Gewinne gerecht verteilt werden, kann jeder ein schönes Leben führen und der Beschäftigung seiner Wahl nachgehen. Sei es das Lesen eines Buchs, dem Studieren von Artefakten oder dem Taubenvergiften im Park. Darum Maschinen zur Arbeit, Menschen zur Kultur. Yeah!
Und jetzt verteufelt nicht gleich die Gentechnik. Viele nützliche Sachen können dadurch entstehen. Wie Bäume, die gleich in Form von Barhockern, Bierbänken oder ganzen Tresen wachsen. Früchte können entstehen, die schon an der Pflanze gären und wo man den Alkohol nur mit der Hand zu pflücken braucht. Zwar haben auch Menschen am Tischlern, am Gärtnern und am Kochen Spaß, obwohl dies schon alles vollautomatisch vonstatten gehen kann. Aber bitte, jedem wie er möchte. Keine Einschränkung der Beschäftigungswahl und sei es auch das Nichtstun, was übrigens gar nicht geht. Denn in der wohligen Entspannung liegen oder sitzen wir, was auch eine Tätigkeit ist. Und der Geist geht ungeahnten Höhenflügen nach. Fantasie regt sich, Kreativität wird ausgegoren und tausend neue Dinge entstehen im Kopf. Also, darum sage ich, Maschinen zur Arbeit, Menschen zur Kultur. Dankeschön. Keinen Schweiß für Geld. Ja, liebe Demonstration, wir sind das musikalische Rahmenprogramm zu eurer Unterstützung. Wir sind die bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot aus Berlin. Wir sind hier mal gegründet worden in Prenzlauer Berg, als niemand einen Job hatte und trotzdem waren alle froh. Es ist schon 40 Jahre hier. Und unser erster Song lautet Heimlicher Aufmarsch der Arbeitslosen. Ein Stück, was Bertolt Brecht und Erich Weinert vor 70 Jahren komponiert haben, allein für diese Demonstration. Und gekifft haben die damals auch schon. Das nur noch mal für die Legendenschreibung. Der Heimliche Aufmarsch! Und der nächste Song vor 5 Jahren für die Demo geschrieben von einer Hamburger Band, die wir toll finden, den Namen verraten wir nicht. Und der Song heißt im Original Stürmt das Schloss und er wird gesungen, weil wir eine sehr internationale Kombo sind von einem auf den Bermudas geborenen britischen Staatsbürger, der in den USA aufgewachsen ist in Seattle und dort die kommunistische Partei von Washington State gegründet hat. Ein Applaus für Robbie Doody Williams! Der singt auf Deutsch und Amerikanisch für euch. Was will man mehr an diesem Tag? Echt?
Ja, Leute, noch jetzt hier die Abschlusspredigt. Ja, liebe Leute, Freunde und Freundinnen, liebe Mitläufer, ich möchte daran erinnern, dass unsere schöne abendländische Kultur nach heutigem bürgerlichen Verständnis explizit asoziale Wurzeln hat. Ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, die andere, ja, eine größere Gruppe Arbeitsverweigerer, Frauen wie Männer, zog durchs Land, schnorrend und mit viel Spaß bei der Sache. Und einmal waren sie so besoffen, dass sie Jesus übers Wasser laufen sahen. Ja. Jesus, der hat noch viel weniger gearbeitet als alle anderen. Er hatte, so viel ist bekannt, nicht mal eine abgeschlossene Ausbildung. Und er hat sich schon in sehr jungen Jahren geweigert, eines Tages den Zimmermannsbetrieb seines Vaters zu übernehmen. Ja, von Josef also, der wahrscheinlich Kreuze für die Römer produziert hat. Aber das sprengt jetzt hier den Rahmen. Von Jesus jedenfalls, der Wein in Wasser verwandeln konnte, stammt der Satz. Ich zitiere jetzt mal das Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 25 bis 26. Wer die Bibel mit hat, aufschlagen. Ja. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr ausziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib, mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer Vater ernährt sie trotzdem. Seid ihr denn mehr als sie? Ja. Und in diesem, wir sind fast fertig, ja, liebe Gemeinde. Also ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf ein anderes Gleichnis zu sprechen kommen. Und zwar von den Arbeitern auf dem Weinberg. Also jetzt mal bitte aufschlagen, Bibel, Kapitel 20, Vers 1 bis 16. Ja? Also in dieser Geschichte wird das Reich Gottes mit einem Hausherrn verglichen, der am Morgen Leute einstellt, damit sie auf seinem Weinberg arbeiten. Er vereinbart mit ihm einen festen Tageslohn, ja, nämlich ein Silberstück. Im Verlaufe des Tages, eher am Nachmittag, stellt der Chef aber noch weitere Leute ein, ja, weitere Arbeiter, die nur eine Stunde arbeiten. Und als der Arbeitstag dann sein Ende zugeht, ja, und jetzt kommt's, also bezahlt der Chef zuerst die zuletzt Eingestellten.
Und die zuletzt Eingestellten, da bekommt jeder den gleichen Lohn. Ja? Also ein Silberstück. Also auch die anderen, die den ganzen Tag mal locht haben, kriegen dieses eine Silberstück. Und so bricht dann unter der Belegschaft ein Schrei aus, ja? Also über die Geschäftsgebaren vom Chef. Und die Arbeiter, die den ganzen Tag gearbeitet haben, beschweren sich beim Boss. Also wir lesen jetzt mal ab Vers also 12, ja, über die vermeintlichen Schmarotzer. Zitat, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Aber ich will, diesem Letzten will ich dasselbe geben wie dir. Und darum geht es um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit fragt nicht, wer schafft am meisten, wer bringt die größte Leistung. Gerechtigkeit heißt, dem Menschen gerecht werden. Ja? Denn auch die Letzten, die am Weinberg angefangen haben zu arbeiten, die haben alle eine Familie zu Hause, die haben alle Grundbedürfnisse, auch sie haben ein Recht zu leben. Und damit kommen wir in meiner Predigt zum Schluss. Liebe Freunde, liebe Mitläufer, ja, der Herr sagt, und jetzt gucken wir wieder bei Markus, ehrlich, ist in Markus, Kapitel, ist auch egal, 20 Vers 16, der Herr sagt, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ja? Vielen Dank, wir haben Zeit. Dankeschön. Wir spielen jetzt ein Lied, eine persönliche Geschichte, ein französischer Protestsong, der davon handelt, wie das Arbeitsleben, das Berufsleben, das Privatleben negativ beeinflusst, das Beziehungen verhindert, Glück und Liebe und auch Sexualität verhindert. Romy ist hier bei mir. Ich habe an meinem Revers einen französischen Button, den ich selbst nicht vortragen kann, weil ich das Französisch nicht mächtig bin. Romy, kannst du mal ablesen, bitte? Le capitalisme nuit gravement à la santé. Oh je, das heißt so viel wie Kapitalismus ist sehr schädlich für eure Gesundheit und das private Wohlbefinden. Ein Lied aus Frankreich mit einem schönen Chor, den ihr vielleicht kennt, der geht so oh, 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 oh. Wenn ihr Lust habt, macht ihr mit, wenn ihr das erkennt, die Stelle, wo das passt. Nicht die ganze Zeit bitte, denn wir haben euch auch was mitzuteilen. Los geht's. Schlafen. Ich kam nachts von der Party, mal wieder ohne Partnerin. Bettdecke weg, ich geh raus aus dem Bett, schnell ins Bad gewetzt. Schnell pinkeln, waschen, Zähne putzen. Ich will mich anziehen, da suche ich die Klamotten. Ich hab den noch nicht aufgeräumt, nicht mal meine Socken. Und draußen auf der Straße, da fährt mir der Scheißbus weg. Und ich stand voll in Haltestelle weg. Kicken sie alle blöde, ich sag, ich hab verschlafen, die Brüder sind so böse, da können sie irgendwie nicht drüber lachen, weil jeder hat doch hier seine Pflicht zu machen. 3 Stunden Verspätung, 2 Stunden ist nicht da, auch 6 Stunden Schinder, kann ich nicht verhindern. Feierabend, doch ich weiß nicht, was ich feiern soll, die Band spielen Tour, doch ich fühle mich voll. Die Woche ist mal vorbei und doch diese elende
ein neuer Tag beginnt. Die Sonne lacht mir ins Gesicht. Im Spiegel guckt ein Tiger, das war eine der Pflicht. Ich bin ins Büro, ich sag es vorbei. Ich mach hier nicht mehr mit, nee, ich mach hier frei. Ein Lied von uns zum Thema Arbeit, Essen, Seele auf. Und wenn jemand isst, muss er auch einen Mund und einen Bauch haben. Das sind die, die die Arbeit geben angeblich. Dabei geben wir sie, möchte ich auch mal betonen hier. Jo. Richtig, Arbeitgeber ist ein völlig falscher Begriff. Und das Lied heißt Menschenfresser. Und ich singe Corinna. Christlichen Kloster, evangelischer, katholisch, ist mir gerade entfallen. Ein Mensch guckt uns zu, ein Mensch und ein Mönch. Hallo Mönch und Mensch.
Kommst du runter, dann freuen wir uns. Nein, er muss viel beten heute noch. Er hat keine Zeit, sagt er gerade. Das nächste Lied ist ein Schlager von einem großartigen österreichischen Künstler, der die Staatsbürgerschaft aus Protest gegen die Verhältnisse in dem Land dort, Österreich, mal niedergelegt hat und lustigerweise die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat. Die Kenner unter euch wissen schon, Georg Kreisler, ein Wiener Jude und Künstler, wie man ihn sich nicht besser vorstellen kann. Und wir verehren ihn sehr und haben nach seinem Tod mehrere Titel von ihm gestohlen und gecovert. Und einen spielen wir jetzt vor, ist eigentlich der größte Smash-Hit, den er jemals geschrieben hat. Ein Ehepaar geht in den Park. Was tut das bürgerliche Ehepaar? Es unterhält sich gepflegt und es vergiftet die armen, armen Tauben. Eieiei. Und da wir in Berlin sind, haben wir einen speziellen Dialekt uns ausgedacht, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die Bürgerinnen und Bürger der deutschen Volkspolizei, nämlich das Bad Freienwalder Kanaldeutsch. Ist eine Subart des Brandenburgisch und Romy kommt von dort. Sie kann also als Einzige hier auf diesem Platz Bad Freienwalder Kanaldeutsch genau hinhören. Ist nicht berlinerisch, ja, darauf möchte ich nochmal hinweisen. Noch so ein Smash-Hit von unserem Lieblingskomponisten und unserem Lieblingsdichter Hans Eisler und Bertolt Brecht, die beiden, und haben einen sehr, sehr christlichen Song im Prinzip. Wir hatten ja vorhin hier, wir wussten ja den Text von Carsten Krampitz, glaube ich, dass er die Bibel interpretiert. Wir haben es auch gemacht mit Hilfe von den beiden Autoren. Es geht um Nächstenliebe, vertont von Brecht und Eisler. Und wir hören uns das mal an und es sieht nochmal Kobi für euch. Könnt langsam mal anfangen, Bonbonpapier auf die Straße zu schmeißen, falls ihr euch das traut. Also bis dann. Nächste Liebe ist das nächste Motto von uns.
eine Lobeshymne auf unsere Heimatstadt Berlin. Die Stadt, in der es am schönsten ist, arbeitslos zu sein. Hier scheint immer die Sonne, es gibt immer Geld für alle. Ein Lied aus den 80ern, als es noch so war, dass in West-Berlin alle Sozialhilfe bekamen und wir im Osten dafür arbeiten mussten. Geschrieben von, ja, sonst ging das ja nicht im Westen. Warum wird es ja heute auch schwierig? Von Annette Humpe, das Lied heißt Berlin, ist damals mit ihrem Projekt Ideal entstanden und es singt für euch unser Roland. Schucker, Schucker. Annette Humpe, ein Liebeslied. Da sucht jetzt jeder einen Nachbarn und eine Partnerin oder einen Partner und dann tanzen wir Pogo zusammen. Habt ihr Bock? Ja! Bock? Ja! Bock? Ja! Okay, Rote Liebe singt Corinna. Auf der Lippen soll man küssen, ein Vulkan macht sich an.
Feministischer Text von einer Feministin gesungen und von einem Blasorchester begleitet. Ich würde sagen, es ist ein Alleinstellungsmerkmal heute in Berlin, in ganz Deutschland und Europa. Sie werden keine vergleichbare Veranstaltung finden, wo Sie das sehen können, handgemachte feministische Musik von Feministen. Denn alle Männer sind ja auch Feministen, ist klar. Der nächste Song, damit betreten wir wieder ein bisschen unseren, also künstlerisch geben wir jetzt GAU International sozusagen. Und zwar, wir gehen nach Amerika, gibt einen ganz wunderbaren Zeichner, Walt Disney, also eure Kinder zum Beispiel kennen den ja, Walt Disney ist der mit den Donald Duck und den Piraten und wie die alle heißen, und da kann man sich gut unterhalten. Der war aber auch mal Antinationalsozialist, und zwar 1942 hat er einen Zeichentrickfilm gemacht gegen Adolf Hitler, in 8 Minuten immerhin, der es auch ins Kino geschafft hat, und die Filmmusik daraus von Spike Jones, And the City Slickers, die präsentieren wir jetzt hier. Also was ihr euch merken müsst, Walt Disney in seiner antinationalsozialistischen Phase als Zeichner und Künstler und späterer Monopolist. Dazu Spike Jones and the City Slickers, ein Nummer 1 Radiohit aus der Zeit. Und das Ganze thematisiert Adolf Hitler und die Perspektive, die die Amerikaner auf Hitler hatten. Und ich soll sagen, den 9. Mai, am 9. Mai spielen wir im Tiergarten und in Treptow, da wird das wieder aufgeführt. Also internationale Musik gegen Adolf Hitler und natürlich, weil es auf Englisch ist, nochmal Robin Dudley Williams, der das singen wird für euch, und es wird total großartig. Thank you.
Writing reviews means not to love their beer. Give a great day, so we... Heil! Heil! Robin, die Eltern leben in London, manchmal kommen die zu Besuch. Wer kann es besser machen als er? Keiner von uns. So, weil wir jetzt diese internationale Strecke irgendwie aufgemacht haben, müssen wir natürlich irgendwie ein bisschen auch eine Gegnerschaft betreiben, eine künstlerische. Was macht man da? Logisch, man geht nach Russland. Da gibt es diese Strumpfhosenmädchen, die in Kirchen oder auch Moscheen ihr Unwesen treiben, oft arbeitslos sind, aber irgendwie interessante Künstler einen Plattenvertrag mit Madonna gehabt haben. Aus dieser politischen Situation, also diese Strumpfhosenmädchen in der Kirche, Pussy Punk heißt die Kapelle, die nie eine war, haben wir ein Medley gemacht, der schönsten Akkorde von Pussy Punk. Keiner hat sich hingesetzt, in Nachtarbeit hat die einzigen Akkorde, die man aus der Musik raushören kann, zu einem Stück Musik zusammenkomponiert. Das ist eine Leistung, die auch keiner vor ihm verbracht hat. Ich hatte Zeit. Er hatte Zeit, aber arbeitslos in der Phase. Also... Und von Christoph, unserem Trompeter, stammt im Prinzip eigentlich die Motivation für den Song, der eigentlich ist. Wir haben uns gefragt, wollen wir das überhaupt machen mit denen? Ach, naja, wie ist das so politisch und so direkt tagesbündig? Und hat er gesagt, wir sind überhaupt dagegen, dass jemals ein Punker ins Gefängnis muss. Und im Prinzip heißt genauso dieser Song. Und wir haben ein Duett, Romy und Heiner. Es wird gerappt und gebettelt und was das Zeug hält. Und ja, das war's. Pussy Punk. Natürlich keine Strumpfhosenmädchen, um mir nichts falsch zu verstehen. Es sind Strumpfhosenmaskenmädchen. Nichts gegen Strumpfhosen, nichts gegen Frauen, nichts gegen, viel gegen diese Unterscheidung. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? So korrekt sein. Ja? Jetzt sind wir korrekt. Alles klar, los geht's. Auf Nummer 1 gelangt war, bekam wir eine Anfrage, eine Filmmusik zu machen. Für einen, der, weil er Arbeit sucht, nach Sibirien musste. Es war Joachim Krohl. Der Film hieß ausgerechnet Sibirien. Da mussten ja auch die von Pussy Riot hin. Ne?
Und da haben wir gedacht, machen wir das genauso. Wir machen ein Lied für Pussy Riot und für Joachim Krohl. Und wir haben dann das Glück gehabt, für viel, viel Geld, dass wir natürlich in tolle Projekte gesteckt haben und so weiter, nichts davon haben wir behalten, haben wir die Titelmusik gemacht zu diesem Film ausgerechnet Sibirien. Heißt Dorajnaya, das Lied, das heißt so viel wie auf Achse, unterwegs, immer auf der Suche, nie zufrieden, immer mehr wollen, aber nur das Gute, so Zeug, was Positives. Drei Titel, dann könnt ihr endlich Bier trinken und Tofu-Würstchen essen. Und das ist jetzt nochmal ein Protestlied aus einem Land, was es nicht mehr gibt. Es hieß lustigerweise Deutsche Demokratische Republik aus irgendeinem merkwürdigen Grund. Und es ist ein Protestlied, was sich im Prinzip einreiht in sehr viele Protestdinge, die damals passiert sind, von Arbeitslosen und Arbeitenden gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Wolf Biermann, wisst ihr, hat im Prinzip im Nebenberuf auch den Farbfilm erfunden. Wissen einige von euch, die sich künstlerisch für diese interessante Person und interessieren, Liedermacher, Funktionär und alles Mögliche. Und aus dieser Zeit, von ihm selbst komponiert, stammt der Song Du hast den Farbfilm vergessen, Orwo 400 ASA-Bindestrich
Kanonensong, merke ich gerade, heißt er im kompletten Titel, Wolf, ein Wolf-Biermann-Song. Und Romy singt für euch, eine bessere Interpretin von Wolf Biermann haben wir nicht. Ein Protestlied gegen seine Ausbürgerung, aber sehr fröhlich gehalten und spielt am Ostseestrand, kann ich noch verraten, in Hiddensee. Also wer das nicht zusammenkriegt, der muss mir ein Bier ausgeben, ist klar, logisch. Bis gleich. Na dann. Hoch stand der Saturn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. Ja, so verstummte mein Nacht auf den Sand. Und schlug mich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich hau ab hier. Du hast den Vater vergessen, mein Michael. Das ist kein menschlicher Wahrheit. Okay, dann kommt jetzt das einzige Lied, was wir haben, wo unser Schlagzeuger singt. Sashi kommt aus Kiew, er war da im Widerstand und er singt für euch ein Lied und wir begleiten ihn. Genau hinhören, weil es sind sehr kurze, aber sehr charakteristische Sequenzen. Er trommelt natürlich trotzdem, logisch. Und er kriegt bei uns aus Fairnessgründen kein Mikrofon. Ich weiß nicht, wer das beschlossen hat, aber man hört es trotzdem und wir werden ihn verstärken als Chor. Also ein Stück aus der Ukraine von einer Band, die heißt Video. Wop, die Videoklasse war 1986 gegründet, die verehren wir sehr, die sind toll. Sascha kommt daher, er singt für euch und wir begleiten ihn. So muss man sich das vorstellen. Und ihr könnt tanzen. Thank you.
Fischer am Schlagzeug, der wunderbar singen kann. Der Mikrofon haben wir nicht mehr gehabt. Okay, jetzt kommt noch eine letzte Nummer. Ja, da könnt ihr mal mitsingen. Der Text ist leider sehr einfach, der geht... Erkennt ihr dann, wenn es soweit ist? Und dann hören wir auf und dann trinken wir zusammen ein Bier. Die Sonne scheint jetzt auch pünktlich zum Abschluss. Also ein wunderbarer Nachmittag in Berlin. Ja, das war's. Toll, dass wir dabei sein durften. Danke an Spites, danke an euch. Wer bist du? Marco, du! Kathi! Dabei war auch Robin Williams! Jocke am Tenorsaxophon! Boris an der Posaune! Konrad am Tenorhorn! Matthias am Waldhorn! Thomas an der Tuba! Sascha am Schlagzeug. Dabei war Romy am Gesang, am Altsaxophon. Corinna gesungen, Klarinette gespielt. Christoph Böhm an der Trompete. Roland, Klarinette gesungen. Tolle Reden gehalten. Heiner an tolle Reden halten, komponieren, arrangieren, sprechen, laufen, singen und rappen und Trompete spielen. Das war die bolschewistische Kugelfälle Schwarz-Rot. Euch noch einen schönen Abend.
seid ihr? Die andere Hälfte. Die erste hört zu. Okay, und jetzt alle. Auch die Kinder. Komm nochmal, die Kinder mit. Könnt ihr noch? Die heißen Rotfronski, Emigranski, Ragamuffin Kollektiv. Die können heute leider nicht hier sein, weil wir hier sind. Aber dafür spielen wir ihr Lied. Für euch. Das heißt Burden Style, sowas Modernes, so Hipsterzeug. In verschiedenen Sprachen. Da wird Russisch drin vorkommen, ein bisschen Deutsch. Und mir fällt mir jetzt nicht ein. Tolles Lied, das singe ich zusammen mit Romy. Romy, bist du bei? Nimm das Mädchenmikrofon mit dem roten Kabel. Blaue. Alles klar. 9. November, nee Quatsch, Februar, ne? Hi. Spielen wir, na Mai. 9. Mai spielen wir hier am Sowjetischen Ehrenmal im Rosengarten. Kennt ihr die Veranstaltung? Tag des Sieges, wenn ich feiert habe, verloren. Wir feiern, kommt da hin. Wird eine große Sache. Wer es ein bisschen offizieller haben möchte, dann spielen wir am 9. Mai, jetzt habe ich das Datum drauf, 14 Uhr, am Sowjetischen Ehrenmal, am Brandenburger Tor, das mit dem Panzer. Das spielen wir auch. Auch eine große Sache. Tiergarten ist das. Das ist 14 Uhr, das andere beginnt, glaube ich, 17, 16 Uhr. Antifa, Verfolgte des Naziregimes und wer da alles mitmacht. Die graben auch jedes Jahr noch einen Veteranen aus, der noch lebt. Das ist eine sehr coole Veranstaltung. Sehr sehenswert sind wirklich die Russen. Das wissen die wenigsten von uns. Dieser Tag ist enorm wichtig für die Russen, die in Berlin leben. Die kommen da wirklich im besten Anzug. Die Kinder haben riesen Schleifen im Haar. Da liegen Tausende oder Zehntausende von Blumensträußen vor diesem Ehrenmal. Allein deswegen ist es schon sehenswert und natürlich, weil wir im Prinzip ja, nicht was heißt im Prinzip, wir müssen dankbar sein und wir haben mit den Russen gewonnen. Das wollte ich nochmal sagen. 9. Mai am Sowjetischen Ehrenmal. Wir sind auch dabei und natürlich viele andere gute Musiker. Für den Style. Für Berlin.
kein Ende mit Berlin. Ist das Geile an Berlin? Berlin reimt sich auf Berlin. Mit allen Teilen wird zweimal Berlin. Ach, und hier ist der Berlin, Berlin. Berlin, Berlin, Berlin kriegt auch noch mit. Berlin ist Berlin, du bleibst Berlin. Solo, freut der Klavinette. Schon nicht schlecht, noch so für Trompete. Nochmal ganz vielen Dank an die bolschewistische Kulturkapelle. War schön, dass ihr dieses Jahr Zeit hattet. Und natürlich danke an alle, die den Lautsprecherwagen geschoben haben, die Transparente getragen haben und überhaupt. Und ja, jetzt der gemütliche Teil und einen schönen Abend euch noch. Tschüss. Frei haben! Ja, guten Tag! Zeit des Luxus!